Hey, du! Lass uns die Kerle aufmischen. Alles klar. Halte mir einfach den Rücken frei, okay? Jetzt werden die ihr blaues Wunder erleben. Du wärst besser nicht hierher gekommen. Das hast du verdient, Mistkerl. So, das wäre erledigt. Ha, sie hätten sich eben nicht mit mir anlegen sollen. Dann kann ich jetzt endlich meinen Auftrag erledigen. Hab schon viel zu viel Zeit verloren. Was für ein Auftrag? Ja, ich muss erst in die Stadt und dann später... Ich weiß nicht, wie ich das alles rechtzeitig schaffen soll. Was ist mit mir? Warum eigentlich nicht? Du könntest den Brief in die Stadt bringen. Dann habe ich noch ein bisschen mehr Zeit, mich um meine Ausrüstung zu kümmern. Einer der Banditen müsste den Brief in seiner Tasche haben. Bring ihn zu Vatras, dem Wassermagier der Stadt. Du wirst ihn im Adanos-Tempel treffen. Er predigt dort den ganzen Tag. Sag ihm, dass ich es nicht mehr geschafft habe. Und wenn er dich fragt, wo ich bin, sag ihm einfach, ich bin schon zum Treffpunkt aufgebrochen, okay? Ach ja, eins noch. Kauf dir bei den Bauern erstmal ein paar anständige Klamotten. Sonst hält dich noch jemand für einen Banditen. Hier hast du ein paar Münzen. Kannst du mir was beibringen? Sicher, das weißt du doch. Mensch, dir haben sie ja ganz schön zugesetzt. Du kannst dich an gar nichts mehr erinnern, was? Ich will deine Fähigkeiten erlernen. Sicher? Was willst du wissen? Nichts zu holen.
Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Hey, Fremder! Ich habe gesehen, wie du aus den Bergen gekommen bist. Du kannst froh sein, hier nicht vor 3 Wochen vorbeigekommen zu sein. Wir hätten dich für einen entlaufenen Sträfling gehalten und mit denen haben wir kurzen Prozess gemacht. Du siehst ganz schön fertig aus. Was willst du hier? Ich wurde in den Bergen von Banditen überfallen. Dieses Dreckspack. Wahrscheinlich waren es dieselben Mistkerle, die letzte Nacht eins von unseren Schafen geholt haben. Du hast ganz schön Glück gehabt. Die meisten kommen nicht mit dem Leben davon. Ich kenne das Versteck der Banditen. Willst du sie etwa angreifen ohne mich? Es ist viel zu gefährlich. Außerdem muss ich hier auf meine Schafe aufpassen. Aber wenn du meinst, du kannst uns das Pack vom Hals schaffen, werden dir alle auf dem Hof dafür sehr dankbar sein. Die Banditen werden dir keinen Ärger mehr machen. Warum? Sind sie tot? Sie haben sich mit dem falschen Mann angelegt. Innos sei Dank. Hier, es ist nicht viel, aber du sollst es haben. Ich werde den anderen davon erzählen. Ich bin auf dem Weg in die Stadt. So wie du rumläufst, wirst du die Wachen bestechen müssen, damit sie dich reinlassen. Und du musst wissen, was sie hören wollen. Und das wäre? Na, zum Beispiel, dass du von Loberts Hof kommst und in der Stadt zum Schmied willst. Aber das wird dir nichts nützen. Du siehst nicht aus wie ein Bauer. Verstehe. Ich brauche bessere Ausrüstung. Kann ich mir schon vorstellen, aber ich sag dir gleich, zu verschenken haben wir hier nichts. Wenn du für das, was du willst, bezahlen kannst, wird Lobert dir was verkaufen. Ansonsten geh zu ihm und frag ihn, ob er Arbeit für dich hat. Wo finde ich Lobart? Na, auf dem Hof natürlich. Der Hof gehört ihm. Und komm ihm ja nicht krumm. Er hat schon so manchen Streuner von seinem Hof geprügelt. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ein Mistvieh weniger. Warum treibst du dich hier auf meinem Land rum? Für wen bist du? Für die aufständischen Bauern oder für den König? Ich verstehe nicht. Was? Verarsch mich nicht, Junge! Ich will wissen, wo du stehst. Also, für wen bist du? Für die Bauern. Ha! Ohne dieser verdammte Kriegstreiber bringt uns noch alle ins Grab. Was glaubst du, wie lange sich die Paladine das ansehen? Nach dem, was Ona sich geleistet hat, ist die ganze Stadt in Aufruhr. Was ist hier eigentlich los? Du weißt nicht, was los ist? Herr Junge, wo kommst du her? Wir befinden uns am Rande eines Bürgerkriegs. Bis jetzt haben alle Bauern die Abgaben an die Stadt als gerechten Tribut angesehen. Aber seit die Paladini in Korinis sind, kommen die Stadtwachen immer öfter und sie holen nach und nach alles ab. Wenn das so weitergeht, haben wir bald selbst nichts mehr. Einige Bauern fangen an, sich aufzulehnen. Ona war der erste von ihnen. Erzähl mir mehr über diesen Ona. Ona ist der größte Bauer hier in der Gegend. Er hat sich von der Stadt losgesagt. Es heißt, er hat Söldner angeheuert, damit sie ihm die Stadtwache vom Hals halten. Kann's ihm nicht verübeln. Jedenfalls traut sich jetzt kein königlicher Soldat mehr auf seinen Hof. Was sind das für Söldner, die Ona angeheuert hat? Ich weiß nicht viel über die Kerle. Angeblich sollen viele von ihnen ehemalige Gefangene aus der Minenkolonie sein. Ha, was man von denen zu halten hat, ist ja bekannt. Was ist mit dir? Für wen bist du? Bauern oder König? Ich bin zu nah an der Stadt, um wirklich eine Wahl zu haben. Aber ich bin ganz froh darüber.
Ich wüsste nicht, wie ich mich entscheiden soll. Der König lässt uns ausbluten und Ona hetzt allen, die sich ihm nicht anschließen, seine Söldner auf den Hals. Deswegen sind die meisten anderen Bauern noch unentschlossen, aber auf kurz oder lang werden sie sich schon für eine Seite entscheiden müssen. Ich suche Arbeit. Einen weiteren Knecht kann ich nicht gebrauchen. Aber für einen Tagelöhner hätte ich schon was zu tun. Ich meine, du kannst mir ein bisschen auf dem Feld zur Hand gehen. Und es gibt auch sicher noch ein paar andere Dinge, die hier zu tun sind. Ich könnte dich mit Gold bezahlen oder dir ein paar gute Sachen zum Anziehen geben. Weil die Sachen sind eine Menge wert. Ich kann sie dir nicht umsonst geben, aber ich kann sie dir billiger verkaufen, wenn du für mich arbeitest. So wie du rumläufst, solltest du die Klamotten nehmen. Wie auch immer. Das kleine Rübenfeld neben der Scheune muss abgeerntet werden. Na gut. Dann beeil dich ein bisschen, bevor ich es mir anders überlege. Ich brauche vernünftige Kleidung. Ich kann dir saubere Landarbeiterkleidung geben. Kannst du sie denn bezahlen? Was kostet die Landarbeiterkleidung? Tja, mal sehen. Malet sagt, du hast uns die Banditen vom Hals geschafft. Die Mistkerle haben uns eine Menge Ärger gemacht. Dank dir sind wir sie jetzt los. 60 Goldstücke. Ist mir noch zu teuer. Wie du meinst. Hey, du! Hier hast du deine Rüben. Du bist ja doch zu was zu gebrauchen. Bring sie zu meiner Frau ins Haus, sie soll sie kochen. Was ist mit meinem Lohn? Ich kann dir 5 Goldstücke geben. Oder die Klamotten billiger verkaufen. Was soll sein? Mach mir einen besseren Preis für die Klamotten. Gut, ich werde sie dir für 10 Goldstücke weniger geben. Hey, du. Ich habe hier ein paar Rüben für dich. Gut. Das sollte reichen, um die Kerle zu mästen. Wo du schon mal hier bist. Ich habe einen fahrenden Händler gesehen, der vor ein paar Minuten hier vorbeigekommen ist. Ich glaube, er hat auf dem Weg zur Stadt Halt gemacht. Geh zu ihm und sieh nach, ob er eine brauchbare Pfanne für mich hat. Hast du was zu essen für mich? Morgen kannst du dir wieder was abholen. Gib mir das Gold und ich gehe für dich zum Händler. Meinst du, ich kann dir trauen? Dass du mir das Geld ja nicht versäufst, hörst du? Musik.
Sieh an, wen haben wir denn da? Du bist auf dem Weg in die Stadt, habe ich nicht recht? Kann schon sein. Du siehst aus wie ein Flüchtling. Alle Flüchtlinge wollen in die Stadt. Du könntest sogar ein ehemaliger Sträfling aus der Minenkolonie sein. Mir ist egal, wo du herkommst. Aber ich glaube, ich habe ein interessantes Angebot für dich. Was hast du anzubieten? So wie du aussiehst, lassen dich die Wachen nie in die Stadt. Ich kann dir helfen, in die Stadt zu kommen. Ich habe hier ein kleines Stückchen Papier mit königlichem Siegel und der Unterschrift des Statthalters. Ein Passierschein. Mit dem Wisch in der Tasche kannst du so abgerissen rumlaufen, wie du willst, und die Wachen lassen dich in Ruhe. Interesse? Da ist doch ein Haken an der Sache. Nein, kein Haken. Du schuldest mir lediglich einen Gefallen. Wie kommst du in die Stadt? Die Wachen kennen mich. Ich werde ihnen einfach erzählen, ich hätte den Passierschein verloren. Was willst du für deinen Passierschein? Ich wusste, du bist der richtige Mann. Hör zu, du bekommst den Schein von mir. Jetzt. Einfach so? Einfach so. Aber wenn ich dich in der Stadt treffe, schuldest du mir einen Gefallen. Haben wir eine Abmachung? Klar. Immer her mit dem Wisch. Hier. Sei vorsichtig damit, er ist sehr wertvoll. Eins noch. Denk nicht einmal darüber nach, dein Wort zu brechen. Als Händler habe ich einen sehr großen Einfluss in der Stadt. Es würde dir nicht bekommen, glaub mir. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Ich muss weiter. Von mir aus. Hey, du! Hier ist deine Pfanne. Gut. Dann wollen wir mal sehen, ob sie auch was taugt. Was macht die Arbeit? Dasselbe wie immer. Viel zu tun, wenig Geld und mit ein bisschen Pech sind morgen die Orks hier und brennen unseren Hof nieder. Die Paladine des Königs haben die ganze Stadt besetzt. Aber ich glaube kaum, dass sie ihre Hintern hier rausschwingen, wenn die Orks uns überfallen. Kann ich dir helfen? Ich suche Arbeit. Hast du denn Ahnung von Feldarbeit? Was gibt's denn da zu wissen? Ich sehe schon. Ich denke, wir kommen hier schon zurecht. Wenn du für Lobat als Tagelöhner arbeiten willst, kann ich dich nur warnen. Er bezahlt Leute wie dich echt miserabel. Er hat mir angeboten, mir günstig saubere Sachen zu verkaufen, wenn ich auf dem Hof helfe. Ich habe zwar nichts für dich zu tun, aber du kannst mir und den Jungs was zu trinken bringen. Hol mir eine Flasche Wein. Und ich werde Lobat erzählen, dass du uns eine echte Hilfe warst. Ich will in die Stadt. Und? Kannst du mir was Interessantes über die Stadt erzählen? Nö.
Aber Marlet ist von Zeit zu Zeit mal in der Stadt. Vielleicht weiß er was. Ich meine, was dich interessiert. Gibt's irgendwelche interessanten Neuigkeiten? Ich hätte schwören können, vor 2 Tagen einen Ork drüben am Waldrand gesehen zu haben. Seitdem halte ich nachts immer mindestens ein Auge offen. Hier hast du deinen Wein. Ich frage besser nicht, wo du ihn her hast, was? Ist ja auch egal. Ich danke dir jedenfalls. Lobart wird von mir nur das Beste über dich zu hören bekommen. Hast du sonst noch was für mich zu tun? Ich nicht. Aber du kannst meine Frau fragen oder die Jungs auf den Feldern. Vielleicht brauchen die Hilfe. Was kostet die Landarbeiterkleidung? Tja, mal sehen. Du hast für mich die Feldarbeit gemacht. Du bist meiner Frau zur Hand gegangen. Vino sagt, du warst ihm eine echte Hilfe. Ich meine, das will schon was heißen. Er hält sonst nichts von Tagelöhnern. Marlet sagt, du hast uns die Banditen vom Hals geschafft. Die Mistkerle haben uns eine Menge Ärger gemacht. Dank dir sind wir sie jetzt los. 30 Goldstücke. Billiger wird sie nicht. Gib mir die Arbeiterkleidung. In meinem Haus steht eine Truhe, da findest du saubere Sachen. Aber lass dir bloß nicht einfallen, noch was anderes zu nehmen, ohne zu fragen. Hey! Da ist nichts zu holen. Psst. Hey du, komm mal her. Was ist? Unterwegs in die Stadt? Schwer beschäftigt noch dazu. Hör mal, du siehst mir wie ein schlaues Kerlchen aus. Ich schätze, du wirst es noch mal sehr weit bringen. Dir macht doch bestimmt keiner was vor. Sowas erkenne ich sofort. Sag mal, du wirst dir doch bestimmt ein paar Goldstücke verdienen, nicht wahr? Was
Warum nicht? Du musst es einem unwissenden alten Seemann schon nachsehen. Ich bin fremd in dieser Gegend hier und kenne mich noch nicht so gut mit den hier herrschenden Regeln aus. So musste ich schmerzlich erfahren, dass man als fremder Reisender in der Hafenstadt nicht willkommen ist. Nun stehe ich hier und bin völlig ratlos, wie ich in die Stadt kommen soll. Ich habe äußerst wichtige Geschäfte zu erledigen und meine Auftraggeber dulden keinen Aufschub, verstehst du? Du wirst mir doch sicher helfen, einen Weg zu finden, an den Stadtwachen vorbeizukommen. Hab ich recht? Wegen der Stadtwachen? Ja? Schon eine Idee? Ich habe hier einen Passierschein für die Stadt. Ach so. Ich soll jetzt so tun, als wenn ich ein Bürger der Stadt wäre, oder wie? Jetzt guck mich doch mal an, Junge. Dort glaubt mir doch keine Sau. Als Kräutersammler würdest du in die Stadt kommen. Was? Sehe ich etwa so aus, als würde ich im Wald Blümchen pflücken? Mit dieser Bauernkleidung hier sollten sie dich vorbeilassen. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Mensch, ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Getarnt als einheimischer Bauerntölpel wird mich hier niemand mehr behelligen. Ausgezeichnet! Das hast du wirklich gut gemacht. Hier hast du deine versprochene Belohnung. Was denn? 50 läppische Goldmünzen? Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Gold ist nicht alles, mein Freund. Nimm sie erstmal. Ich habe so das Gefühl, dass wir uns bald wieder begegnen werden. Und wer weiß, vielleicht werde ich mich nochmal revanchieren. Mach's gut. Thank you.
habe ich früher auch immer davon, dass ich über die Finger. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Keine Ahnung, sag du es mir. Meinst du, mir geht das besser? Halt! Was denn? Du kommst hier nicht rein, mein Junge. Warum nicht? So abgerissen, wie du aussiehst, machst du hier bestimmt nur Ärger. Wir haben schon genug Gesindel in der Stadt. Leute ohne Geld können wir nicht gebrauchen. Ich habe hier die Kräuter für Constantino, den Alchemisten. Aha. Wenn das so ist, dann zeig mal, was du da mitgebracht hast. Hm. Sieht gut aus. Na schön, dann geh mal rein, aber mach keinen Ärger, klar? Ich hab mir das schon gedacht. Das war doch schon vorher klar. Halt, Fremder! Ich bin Lothar, Paladin des Königs und demütiger Diener Innos, deines Herrn. Unser Kommandant Lord Hagen hat mich mit der Aufgabe betraut, allen Neuankömmlingen die neuen Gesetze zu erklären, die für alle Bewohner der Stadt gelten. Seit in dieser Stadt ständig irgendjemand einfach verschwindet, hat sich jeder daran zu halten, wenn er nicht dasselbe Schicksal erleiden will. Er hat auf die falschen Leute gehört. Ich habe eine wichtige Nachricht für den Anführer der Paladiner. Der ehrenwerte Lord Hagen ist für niemanden zu sprechen. Für alle Fragen des gemeinen Volkes ist Lord Andre, der Kommandant der Stadtwache, zuständig. Von mir erfährt keiner was. Hör zu, die Stadt wird von Drachen bedroht. Das darf doch nicht wahr sein. Schon wieder so ein Spinner. Wir haben schon genug Unruhe in der Stadt, auch ohne dass hier irgendwelche Schwachköpfe den Leuten mit Märchen über Drachen Angst machen. Den letzten, der hier was von Drachen erzählt hat, habe ich direkt eingebuchtet und mit dem Gefangenentransport ins Minental geschickt. Also hüte deine Zunge. Wir können hier niemanden gebrauchen, der Panik unter den Leuten verbreitet. Hier hat schon jemand von den Drachen berichtet? Ja, der Kerl hieß Diego, glaube ich jedenfalls. Ich hatte ihn gewarnt, genau wie dich. Aber der Spinner wollte einfach nicht aufhören, mir auf den Geist zu gehen. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Ich bin gekommen, das Auge Innos zu holen. Das heilige Auge Innos? Woher weißt du davon? Du bist kein Angehöriger des Ordens. Ein Magier hat mir davon erzählt. Ich weiß nicht, was seine Beweggründe waren, dir eines der Geheimnisse unseres Ordens anzuvertrauen. Aber er hatte sicherlich nicht im Sinn, dass du es in die Finger bekommst. Aber ich will nichts mehr davon hören. Erst fängst du mit Märchen über Drachen an und dann das. Unfassbar. Die Bewohner der Stadt verschwinden einfach? Ja, es scheinen täglich mehr zu werden. Ärgerlich an der Sache ist, dass die Miliz die Hintergründe dieser seltsamen Vorkommnisse immer noch nicht klären konnte. Verständlich, dass die Einwohner der Stadt momentan sehr misstrauisch gegenüber Fremden sind. Also reiz sie nicht noch obendrein, wenn du in der Stadt bist, klar? Das hat er wirklich nicht verdient. Gut, erklär mir die Regeln der Stadt. Erstens, der ehrenwerte Paladin Lord Hagen residiert zusammen mit seiner Truppe im oberen Viertel. Deswegen ist der Zutritt zum oberen Viertel nur ehrenwerten Bürgern gestattet. Zweitens, das Rathaus im oberen Viertel dient als Kommandoposten der Paladine. Dort haben nur die Paladine selbst und Angehörige der Miliz Zugang. Und drittens, wer eines Verbrechens angeklagt ist, muss sich beim Kommandanten der Miliz dafür rechtfertigen. Noch Fragen? Davon lasse ich lieber. Wie werde ich Bürger der Stadt? Nur wer hier einer ordentlichen Arbeit nachgeht, wird als Bürger der Stadt angesehen. Aber denk nur nicht, dass du bei Lord Hagen vorgelassen wirst, nur weil du Bürger der Stadt bist. Als Bürger hast du Zugang zum oberen Viertel. Mehr nicht. Nur als Angehöriger der Miliz hast du Zugang zum Rathaus. Das war doch schon vorher klar. Wo finde ich Arbeit? Du wirst dich bei einem der Handwerksmeister hier in der Unterstadt als Lehrling bewerben müssen. Sobald einer der Meister dich aufnimmt, bist du Bürger der Stadt. Allerdings müssen dafür auch die anderen Meister zustimmen. So will es der Brauch hier in Korinis. Wenn du auf die Idee kommen solltest, im Hafenviertel nach Arbeit zu suchen, vergiss es. Da wohnt nur der Abschaum der Stadt. Geh bloß nicht dorthin, du würdest es bereuen. Wir können nur abwarten. Wie komme ich zum oberen Viertel? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Du bist kein Bürger dieser Stadt.
Du kannst dir den Weg sparen, die Wachen werden dich nicht einlassen. Der gesamte Bereich hinter dem inneren Stadttor ist tabu für dich. Wie werde ich bei der Miliz aufgenommen? Auf ausdrücklichen Befehl von Lord Hagen werden nur Bürger der Stadt bei der Miliz aufgenommen. Verstehe. Wenn du mehr wissen willst, melde dich bei Lord André in der Kaserne. Von selbst ist er nicht darauf gekommen. Was muss ich tun, um eine Rüstung wie deine zu bekommen? Was? Du bist ja noch nicht einmal bei der Miliz. Du bist ja noch nicht mal Bürger. Wie kannst du daran denken, die Rüstung eines Paladins tragen zu dürfen? Nur wenige Soldaten der Miliz, die Außergewöhnliches geleistet haben, haben bisher diese Ehre erhalten. Wenn du ein Paladin werden willst, hast du noch einen weiten Weg vor dir, mein Junge. Davon lasse ich lieber dich. Wo finde ich den Kommandanten der Stadtwache? Lord André hält sich in der Kaserne am anderen Ende der Stadt auf. Das hat er wirklich nicht. Wo kann ich hier übernachten? Wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, geh zum Hotel, direkt gegenüber der Kaserne. Die Paladine kommen für die ordentliche Unterbringung aller Reisenden, die in die Stadt kommen, auf. Die fahrenden Händler vom Marktplatz sind auch dort untergebracht. Ich glaube nicht, dass ich daran was... Ich muss weiter. Wenn mir noch einmal zu Ohren kommt, dass du den Leuten hier was von Drachen erzählst, bekommst du mächtigen Ärger mit mir. Klar?